Willkommen zurück hier bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir befinden uns im Schattenpalast, wobei man sagen müsste, dass der Schattenpalast eigentlich einfach nur das Schattenreich ist. Aber naja, wir sind ja nicht so engstirnig. Also wirklich, wir sind doch aufgeschlossene junge Leute. Das war ja bestimmt schon direkt sehr geschickt. Sieht nämlich eher so aus, als dürfte ich da nicht runterfallen, als überhaupt irgendwas anderes. Ja, natürlich. Ihr meint mal wieder auf mir rumhacken zu müssen. Das ist schon in Ordnung, habe ich schon verstanden. Sehe ich hier irgendwas nicht, was ich sehen sollte? Nebel. Das ist das Opting. Okay. Bin ich gerade einfach nur doof? Möglich wär's. Kann ich mich nicht so festhalten. Hä? Ja, okay. Hätte ich das Rätsel dann auch gelöst. Meine Güte. Steht man davor, sieht das und denkt sich nur... Ach gut. Dann aktiviere ich den halt nicht so. Meint der natürlich wieder, es wäre ganz toll, hinter mir zu spawnen. Ich werde ihm zeigen, was Tolles. In mir zu spawnen, das ist toll, ja. Natürlich. Geschieht dir recht. Ich sag's ja nur. Geschieht ihm sowas von recht. Ja, und damit kleiner Schlüssel. Ist natürlich übrigens sehr effizient, wenn man keine wirklichen Wachen in seinem, ich weiß nicht, Palastvorgarten hat, sondern einfach seinen eigenen Kopf dahin schickt. Warum wundert mich das nicht, dass da irgendwo einer drin ist? Du blöder S. Darf ich jetzt gehen? Okay, also ein paar Leute hat er wohl noch so auf seiner Seite, wenn man so will, aber... Die meisten stehen einfach nur draußen rum und sind... Na, sind so ein bisschen am Weg klar. War's das? Nein. Da ist tatsächlich ein zweiter drin. Also der Effekt war ja jetzt gleich null, ne? Okay. Also, da sind eine Menge Köpfe zum Anknabbern. Auch einen Effekt gehabt? Oder kam das noch vom aufgeladenen Angriff? Wahrscheinlich das, ja. Meine Güte. Ich habe jetzt mit einem Kopf gerechnet, aber so viele? Nee, so. Dauerte mir jetzt irgendwie zu lange. Seh nix. Das spawnst du richtig. Wieder ganz oben. Ah! Spawn aber da, wo ich bin. Toll. Ein Herz. Yay. Immer wieder da, wo ich nicht bin.
Da spawnen die ihre Schätze. Ganz toll. Ist ja wirklich überragend. Das easy ist Schnitzel. Naja, macht auf jeden Fall einen netten Eindruck. Wenn schon nichts anderes, dann das. Nur ein bisschen. Naja, minimal anstrengend, da jetzt alle Schätze zu sammeln, weil ich mich jedes Mal hin und zurück hier klauen muss. Ja, jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, wo mich ein weiterer 100er Schatz irgendwie wieder nerven wird. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen. Ich krieg einen 100er Schatz und denk mir so, verdammt noch eins, ich muss die Rüstung wieder anziehen. Es wird passieren. Braucht man nicht mal mehr drüber diskutieren. Das ist so eine unglaubliche Tatsache. Das ist schon unglaublich. Oder ich krieg die Dungeon-Karte. Stimmt, ja. Da war was. Aber ich sehe, es kommt irgendwo, kriegen wir halt. Ja, oder einen 20er Rubin. Irgendwas kriegt man immer. Irgendwas kriegt man immer. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, dauert es noch einen Tag, bis Dragon Guard 3 rauskommt. Ich würde es haben. Ich würde spielen. Aber es wird ein langer Download. Ein langer Download. 15 GB ist das Spiel groß. Und wenn ich dann nochmal die japanischen Stimmen haben will, die ich als Vorbesteller bekommen habe, dann sind es nochmal 10 GB zusätzlich. Yeah! Und das von meiner Internetrate manchmal mit der PlayStation. Da bin ich. Was gibt's Neues? Absolut rein gar nichts. Das ist natürlich. Schon wieder. Wieder Fledermäuse. Auch Äpfel. So, Sam. Ja, das geht schon irgendwie. Ja, besonders jetzt, wo er wieder alles gelöscht hat. Ja, teleportiert sich von rechts nach links. Und dann wieder nach rechts. Und dann wieder nach links irgendwo. Ich weiß gar nicht, bin ich rechtzeitig gekommen? Ja, nein. Nein, bin ich nicht. Okay. Ich versuche gerade eine Wirbelattacke, ja. Wäre ja fast rechtzeitig gekommen, aber nur fast. Ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen hinter mir. Das ist natürlich, wegteleportieren ist nicht unbedingt die beste Kampftaktik, die ich je gesehen habe. Ah. Oh. So nah dran, ihn zu pieksen. Yeah! Schlechter Verlierer! Blablabla. Sag ich doch. Ein schlechter Verlierer. Was soll man dazu sagen? Gibt es des Öfteren. Ah, ich kann wieder die mächtige große Wirbelattacke einsetzen. Wacky, wacky. No, nein, deine Murmel, die läuft davon. Ich brauch sie doch. Irgendwie bist du früher wach als andere. Kann das sein? Hat der andere nicht wenigstens gewartet, bis ich das Ding fast hinlegen konnte? Er ist jetzt so, ja. Kein Bullshit hier.
Ah, das war awesome. Das war ja nicht Pixel-Perfektion, weil es darum hier gar nicht geht, sondern mehr reine Glückssache. Ist da trotzdem sehr gut aus. Hat mir gefallen. 3 Sterne von 4. Dramatisches Grapschen des Gegners nach mir hat noch gefehlt. Ihr könnt euch natürlich denken, dass wir hier im Prinzip immer dasselbe machen wie gerade eben schon. Beziehungsweise für mich gerade eben, für euch gestern. Au. Danke, Cutscene. Du hast mir sehr geholfen. Ich hätte es jetzt gerade so schön abkürzen können. Habe ich gerade gemerkt, als er mich da prinzipiell geschoben hat. Fand ich toll. Ich bin auf der falschen Seite, ne? Ja, ich bin auf der falschen Seite dafür. Obwohl. Schaffe ich das noch zeitlich? Die Sache ist, ich könnte ihn auch jetzt die Murmel hochheben lassen, um ihn dann, prinzipiell eine zu verplecken und dann ist gut, aber... Schade, ich hatte gehofft, das funktioniert. Ich hatte wirklich gehofft, das wird jetzt funktionieren, aber naja. So geht's halt auch. Irgendwie hat er gerade Probleme, da hochzukommen. Kann das sein? Ich meine, das ist nicht mein Problem. Bin aber weg. Aber irgendwie hatte der doch gerade tatsächlich Probleme, da hochzukommen. Schon sehr merkwürdig. So. Aber auch hier gibt es wieder 2 Schätze, wie wir ja gesehen haben. Könnten, sollten, müssten. Ist eigentlich ganz interessant. Denn mit dem Orb können wir diese verschiedenen Bereiche erhellen. Minimal doof. Hi, ich bin aber weg, ne? Moment mal. Das ist ja insofern richtig, aber mir ging es eigentlich dann doch eher um die. Oh, nein. Ach, egal. Dann fahre ich halt das in die andere Richtung. Das war aber ein schlechter Versuch, an die Kugel zu kommen, mein Freund. Ne, 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 ne. Hier ist mein Hintern. Ja, Geld, ne? 50 Rubine wert. Leider passen sie nicht mehr in meinem Geldbeutel wegen einem Rubin. Ich werde das nie verstehen. Ich werde diese... Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass das Spiel von früher auch schon gesagt hat, ja, du brauchst eine größere Geldbörse, um mehr Geld mitzunehmen. Ist okay, ist ein bisschen nervig, aber ist okay, habe ich verstanden. Aber dass ich dann da jedes Mal stehe und mir gesagt wird, ah, du hast jetzt zu viele Rubine gerade da drin. Tut mir leid, dich informieren zu müssen, aber geht so nicht, ne? Du hältst ein Herzteil, sammle 2 weitere. Ja, ja. Kann ich jetzt Meisterleistungen vollbringen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. So, aktivier nochmal einmal diese Plattform hier. Um dann, wenn möglich, auf eine davon zu kommen. Das sollte eigentlich kein Thema sein. Zack. Können die hier aktivieren. Und damit sollten wir, wenn alles gut geht, hier raus sein. Hat natürlich jetzt auch wieder fast eine Viertelstunde gedauert. Also diese Räume sind schon durch das Eskutieren der Sola vielleicht ein bisschen länger als gewöhnlich, als man denken würde. Aber im Prinzip ist das auch schon der ganze Dungeon. Ich glaube, danach kam nichts mehr Dungeon-artiges. Das heißt, uns steht nur noch der Kampf gegen Santo bevor. Und den werde ich auch in diesem Video machen. Weil ich kann und will.
Wofür ist das denn? Was, warum ist hier so eine Erhebung drin? Hm. Wer weiß. Ich jedenfalls nicht. Ja, und das ergibt dann die zweite Platzierung der Solar. Und damit das Masterschwert erstrahlt. In der Schattenwelt glänzt die Klinge golden und zerteilt die Dunkelheit. Yeah! Unglaublich, die Kraft der Solar hat sich auf dein Schwert übertragen. Unsere Schutzgötter stehen uns also zur Seite. Komm, du bist der Auserwählte, der wahre Held. Mit diesem Schwert ist es bestimmt auch möglich, Xantos Schattenkristall unschädlich zu machen. Schattenkristalle. Aber ja, wir haben jetzt hier ein goldglänzendes Schwert. Und ich finde das cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nur hier in dieser Welt gültig ist. Aber naja. Ich schleiche mich da mal an. Oh yeah. Wir stellen uns hier hin. Das war das. Ja, wir können uns hier nochmal, ich glaube, einen kleinen mit Feen oder so. Ne, noch nicht mal das. Nicht mal Feen sind mir vergönnt. Upsi. Egal. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, weil das ein bisschen mies wäre. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß halt nur nicht mehr, wie viel, ich sag mal, Dungeon hier vor uns jetzt noch ist. Den Teil mit den Solas habe ich in Erinnerung, den Rest weniger. Schauen wir doch noch ein bisschen. Aber im Prinzip haut mit dem Schwert durch die Gegend, das funktioniert schon. Au. Wo kommen die alle her? Ist ja unglaublich. So, drin. So einfach ist das. Draufwerfen und gut. Ist ja unglaublich. Diese abartige Menge an Gegnern, die mir da gerade entgegengeworfen wird. Meine Güte. Oder ebenso. Ist auch ein guter Sound. Ist der Sound des Erfolges. Da wir die Kraft der Solar in unserem Schwert gespeichert haben, funktioniert auch dies hier. Ein einfaches Unterfangen, sich hinzustellen, das Schwert im Kreis zu schwingen. Oh mein Gott. Oh. Ich wollte ihn aber cool besiegen. Ja. Yeah. Viel besser. Yeah. Na, will er nochmal irgendwo hier? Zack. Waren das jetzt alle? Dürfte ich meinen Preis haben? Bitte nicht 100 Rubine. 100 Rubine. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel ist voll in Ordnung. Nicht gedacht, dass hier noch so viel ist. Ha. Ist nicht unbedingt schlimm, aber ich habe keinerlei Erinnerungsvermögen mehr an diesen Ort. Ich habe ja hier auch eine Karte, ne? Könnt ihr auch die Karte lesen, aber... Na gut. Ja, dann sieht so aus, als sollte ich diesen Part doch nochmal cutten. Ist ja traurig. Ich hätte jetzt gerne hier diesen Boss gehabt, aber bevor ich mich hier weiter im Dunkeln verirre... Ne, versteht ihr? Schattenreich, dunkel verirren. werde ich diesen Part hier cutten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns Xanto endlich stellen können. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.